und willkommen, liebe Leute, zur Kalenderwoche 51 mit mir, euer Maxi. Und ihr seht hier, die Greenscreen ist nicht perfekt, weil die Lampe ist immer noch beim 3D-Drucker. Und ich muss mir einfach, glaube ich, eine zweite bestellen, das ist besser. So, wir haben gerade 18.26 Uhr, ich habe Feierabend gemacht. Ich werde hier mal meine Haare nochmal schick für euch. Gerade das Instagram-Video am Hochladen läuft. Und nochmal vielen lieben Dank für die Resonanz und das Feedback auf der letzten Folge. Hoffentlich wird es diese Folge mehr, besser, bleibt gleich. Ich will euch damit unterhalten. Hoffentlich schaffe ich das. So, fangen wir erstmal an. Schauen wir erstmal. Hier oben seht ihr schon, was ich ausgewählt habe. Aber wir haben einmal das Ghost Ship Banshee. Perfekt. Den Lambda Class Imperial Shuttle Kit Card. Kit Cards sind immer nice. Dann ein Christmas Tree Spiral Ornament with Mount. Hot Glue Stand. Hot Glue Gun Stand. Habe ich mir gedacht, nee, das drucke ich nicht, weil das kann ich nicht gebrauchen. Deswegen, ich will auch nicht unnötige Sachen verschwenden und so, deswegen drucke ich das nicht. Dann haben wir hier IKEA Lettberg Desk Plant Lamp Light. Wie gesagt, drucke ich auch nicht, weil da muss ich dann auch Sachen dazu machen. Das möchte ich für diese Videoserie nicht machen. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, wie zum Beispiel dann die 3D-Printed Lace können wir machen. Aber danach, was wir auf jeden Fall drucken, ist dann die AT-AT Kit Card und dann noch den Iowa. Schauen wir uns mal hier das Modell an. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Dann Lambda Class, auch eine Kit Card. Christmas Tree Spiral Ornament. Das hier ist natürlich, hier gibt es ein geiles Foto mit Geweih. Ich hoffe, das Geweih ist mit dabei. Aber hier steht auch Christmas Ornament. Also ich hoffe, dass es mit dabei ist. Wäre sehr schön. Ja, auf jeden Fall sieht das auch sehr, sehr cool aus. Und als letztes noch den IR. So, in verschiedenen Teilen. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken. Los geht's. Da sind wir auch schon. Alle haben wir gedruckt. Fangen wir doch mit dem ersten an, mit dem Ghost Ship Banshee. So sieht's aus. Ich habe mich an die Einstellung gehalten mit einer 0,1% Leerheit, Infill von 15%. Und ich habe halt auch so ein grünes Color genommen. Und ja, da würde ich jetzt nicht lang schnacken. Vorab, das Setup, was ich jetzt habe, ist ein bisschen, naja, sketchy, würde ich mal so behaupten. Es ist noch nicht so, ja, meine Tonqualität sollte auf jeden Fall besser sein, weil ich mich nicht so wegdrehe wie vorher. Und ja, aber wenn das hier alles gut ankommt, dann wird natürlich ordentliches Setup eingerichtet und dann nehme ich euch dann auch mit. Aber schauen wir uns erstmal das Modell an. So, hier sehen wir unser wunderschönes Ghost Ship. Bisschen Stringing überall. Auch hier ganz oben. Aber sonst 0,1 mm sieht ganz fresh aus. Der Boden hat sogar auch gepasst. Beim ersten Versuch ist der Boden leider weggefallen. Und ich glaube, ich würde jetzt mal ein bisschen versuchen, das Stringing zu entfernen. Hier vorne auch die Galionsfigur. Wenn man das kurz mal mit dem Bild vergleicht, ist es ja fast, aber halt auch nicht ganz. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Hier drin liegt auch noch ein bisschen rum. Oh, da liegt sogar eine tote Person. Wenn ihr kennt. Da muss ich, glaube ich, mein Handy als neues Licht mit hinzufügen. Den richtigen Winkel zu finden. Da drin, da hinter dem String. Seht ihr die? Da. Ich versuche sie mal. Ja, von einer Seite sieht man sie nicht. Aber da ist ein Toter. Und da, die da. Ich versuche dann mal ein näheres Foto davon zu bekommen. Auf jeden Fall sehr schöner Detail. Druckzeit war, muss ich mir noch einmal kurz gucken, das habe ich nämlich vergessen. Waren 5 Stunden und 20 mit 0,1 mm Layerheit und meiner Timelapse-Einstellung, was halt ungefähr, oh, was waren das, 5 Minuten pro Stunde länger dauert? Ne, gar nicht so viel waren es nicht, sondern keine Ahnung, eine Minute pro Stunde länger dauert. Auf jeden Fall das Stringing, ja. Das hatte ich aber irgendwie nur bei dem Material, bei den anderen Materialien war das fast gar nicht, bis gar nicht vorhanden. Also schon ein bisschen komisch, aber naja, was will man tun? Auf jeden Fall ein sehr schönes Modell. Wird auf jeden Fall geliked von mir. Springen wir jetzt zum nächsten. Das nächste ist ja der Lambda Class Imperial Shuttle. Ja, was soll ich dazu sagen? Star Wars kenne ich mich nicht so gut drin aus, aber das gedruckte sind halt auch mechanische Teile, beziehungsweise bewegbare Teile, in so einem kleinen, ja, wie nenne ich das, kleinen Bereich gedruckt und funktionierend. Einfach perfekt. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen rauszoomen. So, alles sieht. So, hier haben wir Lambda Class Shuttle. Würde ich mal sagen, brechen wir die hier mal
vorsichtig raus. Man hätte die auch ohne diesen Rahmen drucken können, dachte ich mir, nee, das passt doch irgendwie nicht zu. So, hier sieht man nämlich ja fast kein Stringing, ich will jetzt auch nicht kaputt machen. Das andere Modell ist schon leicht auseinandergefallen. Hier sehen wir, Print in Place, schön beweglich, nichts mitgemacht, gerade erst rausgelöst. Da sind auch noch Buchstaben mit dabei, die sind mir erstmal egal. Sind bestimmt zum Zusammenbauen. So, dann machen wir erstmal hier. Hey, das muss, glaube ich, da bleiben, diese Dinger. Aber das hier muss weg. Das muss da bleiben. Hier ist ein bisschen Stringing, wie man hoffentlich hier sehen kann. Dann habe ich gar nicht gekämpft, verdammt. Hier ist noch ein kleiner Nupsel. Die gehen auch super leicht zum Ablösen. Wenn man natürlich das noch ein bisschen bearbeiten will, kann man ein bisschen Schleifpapier. Zack, schon fast perfekt. Hier ist noch ein Nupsi. Deswegen habe ich auch noch die Webseite offen, um die Anleitung zu haben. Das ist auf jeden Fall was, was da bleiben soll. Das kriegt man noch nicht so leicht ab, das ist schon mal gut. Das muss weg. So, jetzt schaue ich mir einmal kurz die Anleitung an. Wir müssen natürlich erst unsere D-Platte nehmen und jetzt habe ich vergessen, welches das war. Aber ich denke mal, das ist dann, glaube ich, egal. So, das kommt hier. Ja, doch, der Nupsi hier vorne ums ab. Habe ich gerade auf dem Bild gesehen. So. Das wird da reingeschoben. Das wird einmal auf der anderen Seite reingeschoben. So. Haben wir es bis jetzt? Und auf dem nächsten Bild. Oh Gott. Da kommt diese Platte, kommt verkehrt rum da rein. Oh, dann sieht's schon mal. Oh Gott, nicht ausfallen. Nee, abort. Ah. Wieder da rein mit dir. Ich mach's hier mal. Näher ran. So, das wird nämlich so rum hier reingeschoben. Zack. Natürlich, wenn man das, dass es länger hält, machen will, sollte man es bestimmt kleben, aber ich schaue mal, wie es funktioniert. Dann kommt dieser Part so rum mit der Hinter... Ne, gar nicht dieser Part, Entschuldigung. Mit den Öffnungen davor. Zack. Dann kann sich jetzt auch nicht mehr bewegen. Ah. Ich müsste es mal richtig rumhalten. So. So sieht es bis jetzt aus. Und dann kommen da bestimmt jetzt. Kommt. Ah, der Nupsi ist auch weg. Da bin ich mir sicher. Ja, das ist das einzige Teil und das Teil auf dem Foto hat kein Nupsi. Der ist ein bisschen fester. Der kommt an dieses große in diesen Slot rein. Auch Passgenauigkeit, ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen passgenauer machen können, dass es ein bisschen doller hält. Aber ist auch egal. Dann kommt dieses ganze Gerät mit dem noch da reingeschoben. So. So haben wir es jetzt. Ist doch einfacher als ich dachte. Dann müssten, glaube ich. Kommt das hintere Teil drauf, genau, wo hier eine Mini-Kanone noch ist. Muss ich auch mal richtig rum. Ich denke die ganze Zeit falsch rum, weil die Kamera ist für mich falsch rum, aber ich drehe das Bild ja dann und dann ist es ja wieder richtig rum. Die Mini-Kanone kommt dann hier hinten dran. Hier sind halt so kleine Clips-Dinger, wo man es reinklipsen muss. So, ein Clips. Und dann bleiben wir eigentlich nur noch genau die Flügel, die man hier in die kleinen Schlitze reinsteckt, übrig. Zack. Und auf der anderen Seite auch.
Und da muss man das nur noch irgendwie hinstellen, dass es cool aussieht. Wie es auf dem Foto war am besten. Ne, das so war's. Und dann können wir das bestimmt noch so machen. Ja, das ist das fertige Modell, hält sogar auch. Also, da suche ich jetzt mal wieder ein bisschen weiter raus. Damit man das auch ein bisschen besser sehen kann. Tada, natürlich gibt es dann die Fotos auch bei mir auf der Webseite ein bisschen näher, wenn es euch interessiert. Aber das ist auf jeden Fall cool, einfach zusammenzubauen. Kriegt wieder einen Daumen. Natürlich kriegt ihr alles. Alles ein Like, was ich gedruckt habe, weil sind alles gute Modelle, sonst wären sie ja nicht unter den Top des Monats gewesen. Und jetzt kommen wir zu einem Ding, wo ich leider einen Fehldruck hatte, nach ungefähr der Hälfte der Zeit. Ah, die Lambda-Karte. Wie lange hat die Lambda-Karte mit meinen Timelapse-Einstellungen gedauert? Das waren 2 Stunden und 52 Minuten. Jetzt kommen wir zum Ornament. Das hat, wie gesagt, hat leider bei mir einmal gefailt, bei ungefähr der Hälfte. Ja, ein bisschen bedauerlich, da hat sich irgendwie gelöst oder keine Ahnung was. Und beim zweiten Mal ist es gut geworden. Sehen wir hier. Ein bisschen Stringing ist hier zwischen. Ja, dann ist es. Dazwischen ist ein bisschen Stringing und die Spitze ist nicht ganz gut geworden. Das kann auch daran liegen, wie ich mein Druckprofil habe mit den Timelapses, dass halt Spitze, Enden nicht so geil werden wie beim Schiff und alles, sondern dass das eher breitere bevorzugt. So, ein bisschen stringend hier. Nochmal der Nupsi zum Ende. Der Deckel, der wird dann einfach draufgeklebt irgendwie. Zack. Kann man fast gar nicht erkennen. Ich glaube, ich mache das dann auch gleich mit Heißkleber. Und dann kann man das schön am Weihnachtsbaum hängen. Ich glaube, das werde ich auch versuchen dann. Werde ich dann bei Instagram Fotos schicken. So sieht aber auf jeden Fall echt cool aus. Kann man in vielen verschiedenen Farben drucken. Hält auch. Also, ich drücke gerade mal ein bisschen fester. Das hält, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das würde jetzt abbrechen. Aber naja, wie man auch hier auf der Webseite sieht, ein paar Fotos. Das waren 7 Stunden 52 Minuten ungefähr, hat das gedauert, ein so ein Ding zu drucken. Und ich finde, das geht. Ein schönes Weihnachtselement kann man in verschiedenen Farben machen, so wie man lustig ist. Und dann sollte es auch funktionieren. So, kommen wir zum nächsten. Zu dem, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Zur AT-AT KitKat. Ah, habe ich das überhaupt geliked? Nein, natürlich nicht. Wollen wir ja nicht vergessen, ne? Und ja, ich bin halt ein bisschen heller und hier. Wunderschönes T-Shirt. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig rum bei euch ist oder nicht. Sehen wir dann. Wenn es falsch rum ist, dann ja gut. Leider sind diese Ohren nicht mit dabei. Hätte ich mir aber auch denken können. Und es sind schon welche beim Lösen vom Druckbett. Sind schon ein paar Teile rausgekommen. Außer Mitte. Weil da war es halt so fest. Da konnte ich halt nicht viel machen. Bitte, ich sehe Schritt für Schritt Anleitung. Das sieht gut aus. So halbwegs. Nope. Hier ist nur ein, zwei Bilder und dann muss ich mich mal versuchen, daran zu arbeiten. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, wir lösen es hier raus. Das ist im selben Grau gedruckt wie das Lambda-Class-Schiff. Da dachte ich mir, das passt zu Star Wars. Oh Gott. Sind aber auch alle ein bisschen fester hier. Was natürlich auch ein Vorteil ist, dass die dann nicht so leicht ausfallen. Aber ich habe dann Angst, die auch kaputt zu machen, wenn ich die hier dann rauslösen möchte. Deswegen Plastik kann man ja ein bisschen biegen und dann bricht das ja auch ganz leicht. Ist ja kein Problem. Aber ich glaube, das hier, das Zusammenbauen werde ich dann gleich ein bisschen schneller laufen lassen. Oh Gott. Komm schon da raus. Jetzt kommen die ganzen... Okay, machen wir es einfach so. Das brauchen wir ja nicht. Ich glaube, ich werde es einmal kurz auseinanderbauen und einen kurzen Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. Und sauber machen gleichzeitig auch noch. So, jetzt versuche ich das ganze Ding mal zusammenzubauen.
Und ich muss mir merken, wenn ich solche Sachen mache und die halt dann auch sehr kleben, weil ich benutze halt noch ein bisschen Kleber auf mein Druckbett, was hier meistens ja nicht, was man eventuell sieht oder auch nicht, weil nach dem Druck ist das ganz weiß. Dann sprühe ich das einmal mit diesem magischen Dinger, mit Isopropanol, IPO. Und dann wird das Weiße wieder hell, beziehungsweise es klebt dann halt nicht mehr ganz so gut. Alles dasselbe Zeug ist auch, beziehungsweise hier ist 2-Propanol drin. Desinfektionsmittel. Deswegen mache ich das und das habt ihr auch vielleicht eben im Video gesehen, habe ich einfach mal drüber gesprüht. Bin in einem gut durchlüfteten Raum, also keine Sorge, mir passiert da nichts. Und dann würde ich jetzt mal mit dem Kopf anfangen, weil ich sehe das gerade hier auf dem Bildschirm, dass ich dafür einen großen Pin brauche. Dann brauche ich einmal dich, glaube ich. Das ist einfach nur so ein Schiff, was rumfliegt. Hier. Oh, also Sachen, wo in der Mitte ein Loch ist, das brauche ich. Und ich glaube, ich brauche sogar den ganz großen Pin hier. Und zwar, da hier geht noch ein Loch durch. Das hier sieht mir aus wie das Mittelteil. Das hier ist das Unterteil, es wird einmal umgedreht. Das hier ist das Oberteil. Und oh, ich habe einen Pin vergessen. Es geht ja gar nicht. Ich habe natürlich auch die größte Schere benutzt, die ich gerade finden konnte dafür. Da würde ich mal sagen. Ich das einfach verkehrt rum. Wenn das da reingehen will, will es nicht. Das ist das richtige Teil. Ja, der große Kopf hat es. Dann sehe ich hier nur Kleinteile ohne großen Kopf. Also muss es das hier sein. Ich glaube, da drin kann ich einen kleinen Layer-Shift sehen. Der sehr unvorteilhaft wäre. Oder ich nehme einfach kurz mal. Eine Zange. Und drücke das mit der da durch. So, bei manchen Modellen ist es leider so, dass man ein bisschen Druck mit anwenden muss. Das hier war ja ganz unten, dann kommt das hier mit den Kanonen nach unten. So. Aber wenn man ein bisschen Druck anwenden muss, dann hält es auf jeden Fall. Und dann noch so rauf. Gut, dass ich das noch nicht ganz zusammengedrückt habe, weil da kommt noch eine Sache rein. Und zwar du, dieses Ding und dasselbe Ding nochmal anders. So, und zwar so rum, dass das Ding hier ist. Ja, ran zoomen. Das kommt noch da rein. Gut, dass ich das noch nicht ganz zusammen habe. Dass ich das noch mit einem guten Fingernagel aufmachen kann. Oder auch nicht, habe ich nicht irgendwo. Ah! Meine Allzweckwaffe. Messer. Gut, ich glaube, ich würde das auch im Zeitraffer machen lassen und dann zwischendurch mal reinschwenken, wenn ich irgendwas Lustiges oder Cooles sage oder Wichtiges. Also viel Spaß! Das ist doch alles eine Rotze hier, ey. Ja, moin. Ein bisschen zu früh.
Mach's doch nicht so schwer. Gut, dann mache ich erst alle Beine fertig. So sieht das dann am Ende aus. So, ich weiß nicht, was das Ende ist, was ihr gesehen habt. Ja, ich mache jetzt erstmal alle Beine fertig. Und dann bauen wir es zusammen. Dann ist es Gott sei Dank geschafft. Und das war ja noch nicht das Schwierigste eigentlich. Und auch von den Teilen her schon. Ja, von Aufwand und von der Größe her nicht. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich hab keinen Bock. Ich weiß, dass ich die nicht. Gut, das will er jetzt noch nicht mal rein. Nur wegen dem bisschen Dreck, der da drin ist. Kann man mir doch nicht erzählen. Sowas ist immer doof. Ein Moment, das klebe ich kurz. So, ich habe hier noch einmal schnell zur Hand, einmal Halex kleben statt bohren. Das mache ich jetzt einmal schnell dran und hoffe, dass es hält. Weil ich wollte jetzt nicht Sekundenkleber holen. Weil das sollte hier glaube ich auch reichen. Aber ne, man soll ja kleben statt bohren. Ja, echt unglaublich. Das ganze Fleisch im Ganzen war auch sehr schön. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr dran. Ich glaube, so viel. Oh, das sieht glaube ich gut aus. Ich glaube, damit, wenn das hält, dann kriege ich damit auch den Tannenbaumschmuck fest. Habe ich eine gute Sache gefunden, um 3D-Drucker zu kleben. Hält. Wie man sieht. So. Dann mache ich kurz noch mit dem Rest weiter dann. Die Dinger. Hier rein. Das war einfach. Wie habe ich gesagt, das war einfach. Das war das Dümmste, was ich hätte sagen können. Aber es funktioniert weiterhin. Das ist immer noch einfach. Man soll ja nie jinxen, wenn es gerade gut läuft. Ne? So. Zack, und dann einmal das kaputte Bein noch. Erste Hilfe für ein AT-AT, ey. Patex. Wir fragen, ob sie das bis dahin auch einmal so ein super Kleber, womit die dann die Sachen wieder dran kleben konnten. Weil jetzt irgendwas abgefallen ist. Oh Mann, ey. Jetzt muss jedes kleine Ding. Hier habe ich. Ich habe so viele Kleinigkeiten vergessen. Ich hätte auch extra nochmal vorher geguckt. Aber hier fehlt halt wieder. Also
wir hier. Das ist halt nervig, sowas. Aber der gute Trick bei den Dingern ist ja einfach hinten mit der Zange packen. So. Dann einfach durchstecken. Das funktioniert meistens. Wie ihr seht. Zack, dann nicht, natürlich nicht verbiegen. Was ich aber getan habe. Zack, einfach durchstecken. Boom. Und am besten nochmal 90 Grad drehen, damit ihr dann schon fast die perfekte Position habt. Das macht ihr einmal mit allen. Die ihr noch übrig habt. Und dabei fällt euch auf, dass ihr echt scheiße gebaut habt mit dem Saubermachen. Dass, wenn man das wirklich schön haben will, dass man da ein bisschen mehr Mühe reinsteckt. Ah, lol, da kommen noch die Dinger unten rein. Lol! So? Das sehe ich ja jetzt erst. Und dann. Lol. Weil ich habe gerade mir überlegt, wieso habe ich ja noch so viele Dinger über? Ah, das wird hier auf dem Bild echt. Echt scheiße erklärt. Das ist halt cool. Wenn man halt auch über sowas nachdenkt. Das mache ich mal kurz auf den Tisch, drücke ich das einmal runter. Damit es auch wirklich so 100% drin ist. Das ist halt echt ein cooles Feature. Oh Gott, nicht wegfliegen. Er kann ja nicht fliegen, ist ein AT-AT. Also es ist bald fertig. Das hat mich gleich fast gleich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, ey. Ja, komm da rein. Oh Gott. Das härteste Loch, in dem ich je was reingesteckt habe. Wait, what? So, und dann der Fuß an sich. Aber nur. Jetzt frage ich mich, wie das gleich bei den anderen. Da werde ich bestimmt Kleber an der Hand kriegen, auf jeden Fall. Komm schon. Ach. Ja, das hält noch nicht ganz. Ein bisschen Kleber an der Hand spielt man sich natürlich nicht an der Hose ab. Natürlich nicht. So, dann die kleinen waren ja vorne. So, und das ist hinten. So, dann machen wir erstmal die Seite hinten. Ich frage mich, wieso das manchmal so doof hält. Machen wir erstmal, dass er gerade steht. Nehme ich mal das kaputte Bein für die andere Seite. Ja, einmal so drehen. Ich weiß, der hier ist nicht richtig reingesteckt. Jetzt kann ich nochmal richtig runterdrücken. So. Hätte ich vielleicht doch Heißkleber nehmen sollen. Weiß es nicht. Wird sich dann zeigen. Aber wir haben ja die beiden. Die sind jetzt hier unten reingesteckt. Am besten. Am besten gleichzeitig. Ach. So. Ich mach das einfach gleich mit Heißkleber. Fertig ist. Und die anderen, das ist das vordere, also muss das nach hinten gedreht werden.
ich bin natürlich ein Idiot. Und das hier ist natürlich diese Seite. Die rechte Seite. Dann muss das einmal so gemacht werden. So. Und das nach vorne sein, muss das so. Und das so. Das hat mal gut geklappt, ohne viel Druck. Jetzt kommt es darauf an, wie ich die da reinkriege. Bei dem drücke ich lieber nochmal nach, dass das dann gleich irgendwie rausfällt. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, waren das nicht sogar die beiden, die ich ganz schlecht reinbekommen habe? Die beiden vorderen, dann mache ich glaube ich erstmal eins und dann das andere. Okay, das ging jetzt ganz gut. Oh Gott! Endlich ist der AT fertig. Oh Mann! Ich habe keine Lust mehr. Holy moly! Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja, noch mit dem kleinen Schiff dabei. Holy moly, aber. Puh! Die gesamte Aufnahmezeit von dem Video beträgt gerade 1 Stunde 10. Läuft. Und jetzt kommen wir noch zum größten Objekt, das wir in unserer Reihe hier haben. Hier ist noch ein Ding, das habe ich ja gesehen, ich dachte, das gehört mir dazu. Aber nein, das hier ist einfach nur Müll. Das mittlere Ding. So, fertig. Jetzt kommen wir zu unserem größten Objekt. So, liebe Leute, jetzt kommen wir zum IA. Ich habe keinen Bock mehr. Der ATA, der hat mich so fertig gemacht. Das hier wird, glaube ich, ein bisschen einfacher und auch ein bisschen schwieriger zugleich, weil ich hätte nicht alle Farben, deswegen habe ich alles, was farbig gemacht werden muss, außer Schwarz und Grau halt. Grau habe ich in demselben Ton, was halt Silber ist, weil ich kein Grau hatte. Ja, mache ich damit Stiften selber, das werden wir dann auch sehen, aber ja, Modell, oh, das andere muss ich noch liken. Ey, natürlich, Leute, gut, dass ihr mich dran erinnert habt. So, jetzt schauen wir uns mal das Modell an. Hier, seht ihr das da? Ah, ganz klein, da sind auch noch Teile hierfür. So, jetzt setze ich erstmal meine Schutzbrille auf, weil ich muss erstmal ein bisschen Support entfernen. So, Schutzbrillen, check. Weil wir nicht, dass mir was ins Auge fliegt. Okay, das war easy. Das auch. Hier beim Maul. Auch easy. Ohren plus Maul hinten. Auch soweit easy. Naja, man kann ja nie wissen, deswegen immer zuvor sich eine Schutzbrille aufsetzen. Guck mal, das hier wäre jetzt gar nicht groß, deswegen muss ich das brechen. Und da können halt immer Plastiksplitter abfliegen. Und die sind halt nicht gut fürs Auge. So. Boom. Jetzt kann die Schutzbrille wieder ab. Das ist halt echt ein riesiges Modell, ne? Ich würde sagen, wir machen mal den ersten Schritt. Und ich würde dann hier alles entfernen, wenn es alles zusammen ist, weil dann kann man es glaube ich am besten machen. Also hier beim Bein gerade. So, erster Schritt. Boom, Unterkörper ist zusammen. Hätte man natürlich bestimmt auch in 1 drucken können, aber ich weiß nicht, wieso er es in 2 gemacht hat. So, dann zweiteinfachste. Dachte ich. Das ist die Frisur. Doch, die kommt so. Ah, die wird hier so. Ah. Zack. Und dann kommen wir hier zu dem Teil, wo ich mich frage, wie das halten soll.
Alloy hier kommt. Dann er hier rein. Nämlich so. Eigentlich. Oder auch nicht bis jetzt. Weil es hier gerade alles ein bisschen. Gibt es hier irgendwie eine Erklärung? Da. Ah, lol, das ist aber noch ein Zwischenstück. Das A hier. Zack. Wenn es auch gut aussieht, machen wir das mal richtig rum. Hopp. So. Und jetzt wird hier irgendwie. Ah, so. Wow. Das. Da nehmen wir natürlich unser Lieblingsprodukt. Mal gucken, wie es hält. Wenn irgendwas an der Wand hält, und dann muss das doch eigentlich auch hier halten. Noch mal ein bisschen. Dann mache ich jetzt mal ein Fingerchen. Am besten nimmt man dann dafür irgendwie auch Sekundenkleber und alles und dann Pinsel, um das wegzumachen. Aber das ist noch nicht so wild, weil wir haben es ja noch nicht angemalt. Ich werde es einfach noch drauf gesteckt. Wie oder was? Ich frage mich gerade, wie der Schwanz funktioniert. Schauen wir uns das kurz mit den Bildern an. Also um dieses Teil geht es hier gerade. Hallo, ich will auch mal wieder angeklebt. Okay. So, aber dann kommt unsere erste Challenge. Das muss rot werden. Also, kurze Timelapse. Ich würde mal sagen, nicht schön, aber selten. Ach, aber dafür haben wir gutes Zeug. So, wenn ich das mal richtig machen würde, würde es auch ganz weggehen. Oh Mann, ey. Dann schicke ich ihm das hier erstmal in den Arsch rein. Das ist schon das meiste, was geht. Okay, das ist ein bisschen doof. Ein bisschen hinten bei ihm rumbohren. Ich weiß, was ich nehme, glaube ich, für alles hier jetzt den Kleber. Das ist doch noch nicht beisteht, dass man Kleber braucht. Der muss blau werden. Aber für blau habe ich jetzt nur so ein feiner Ding. Natürlich, wenn man das richtig machen will, sollte man am besten eine Sprühfarbe oder halt direkt die richtige Farbe an sich nehmen. Aber ich wollte jetzt nicht extra dafür Füller mit bestellen. Oder Sprühdosen kaufen. Ah, das hier geht doch auch mit dem Blau. Da mache ich jetzt nicht die Seiten, sonst wäre mein Hände echt. So, und dann wird die Schleife da noch. Jetzt ist der Arsch wieder richtig drin. Und dann wirst du. Da angeklebt.
Oder soll ich Heißkleber nehmen? Ich nehme Heißkleber. Einen Moment. So eine 3D-Druckpistole ist ja fast wie ein 3D-Drucker. Also so eine Heißklebepistole. Macht ja auch Layer, wenn man die Layer heiz macht und so. Also mein Handy sieht aus. Ich glaube, den kann ich dann auch gleich zusammenkleben. Aber hey, so ein bisschen leicht rötlich ist es ja noch. Ich gehe mal weg, dass man so ein bisschen fokussierter sieht. Nicht viel besser. So, ich brauche einen neuen Klebestick am besten hier hinten drin. Okay, dass ich hiermit angefangen habe, war ein bisschen doof, aber hey. Gut, das hält schon mal nicht. Probieren wir ihn hier aus. War schon hart, ey. Vielleicht so schnell hart. Warten wir noch kurz mal ein bisschen. Eigentlich fühlt sich es total weich an. Vielleicht soll ich auch nicht versuchen, sowas reinzumachen, würde ich sagen, einfach nur hier an der Seite ran. Ich bin echt nicht gut in sowas gerade. Ich glaube, es liegt in der späten Stunde. Toll, jetzt habe ich meine Finger sehen halt aus. Ne? So, allerletzter Versuch. Wieso kriege ich das Ding da nicht mehr reingesteckt? Hätte ich das wirklich so voll gerade gemacht? Jo, moin. Na komm, gehen wir. Also, das hält gut an dem Plastik. Geben wir also noch einen Versuch. Wenn ich das da irgendwie auf jeden Fall rauskriege. Ja, das ist fast schlimmer als ein AT-AT. Also vom Fingern her auf jeden Fall. Also nicht das Finger, was ihr denkt. Ne? Machen wir mal eine Trockenübung. Das ist immer noch nicht ganz okay. Gut, so, ja, das hier raus. Ja, das wäre mein Fehler. Ich habe es zu kalt, glaube ich, reingemacht. So. Jetzt aber. Machen wir mal hier nur die Fläche hier. Ganz bisschen. Mensch, krass. Das hält ja. Der ganze Schwanz hier unten ist voll mit Klebeüberresten. Eigentlich darf man das hier keinem erzählen. Macht ihr hoffentlich nicht, ne? So, jetzt wird der Schwanz angeklebt. Dass ich so einen Satz auch mal sage, hätte ich nie im Leben gedacht. Aber
was sein muss, muss sein. Und dann kommt er hier dahin. Natürlich mache ich das Überschüssige hier nachher noch weg. Aber erstmal damit zählt. Und das einmal mache ich dann gleich auch noch besser. Dass das irgendwie nicht so mit Druckpassung hält wie das andere, ne? So, jetzt kommen wir zum Gesicht. So. Drücken wir das einfach so rein. Das ging erstaunlich einfach. Oh ne, der Schwanz ist noch nicht richtig ausgehärtet. Dass ich solche Wörter mal sage, hätte ich nie im Leben gedacht. So, und dann war es das, glaube ich. Also kann ich den schon ausstecken, die heiße Pistole. Zur Sicherheit, nicht, dass ich mich den hier gleich noch verbrenne. Weil mein Schreibtisch sieht gerade aus wie. Will man nicht sehen. So, das muss in das Ohr, denke ich mal. Das hätte ich vielleicht alles machen sollen, bevor ich das. Ne, gar nicht, das muss in dies Ohr. Das hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich den Mund dran mache, weil dann kommt man wieder ein bisschen besser ran. Ich glaube, Gott sei Dank ist der Heißkleber noch ein bisschen heiß. Zack. Zack. Das hier wird nicht das schönste Modell, was ich jemals im Leben gemacht habe. Das ist echt. Echt zum Mäusemelken hier. Da muss der Mund da noch rein. Kriege ich den zumindest so? Nope, natürlich nicht. Da nehme ich jetzt aber meine kleine Zange, um Heißkleber drauf zu machen. Weil da muss wenig drauf und. Natürlich fällt es mir runter. Natürlich ist wenig drauf und eine kleine Fläche, wo es sehr heiß wird. So, und jetzt kommen die Augenbrauen noch. Sag mir bitte nicht, dass auch das tut nichts. Vielleicht scheint da doch was vom Kleben. Ja, und jetzt hier noch die ganz kleinen Sachen, die ihr noch nicht mehr seht. Hier die beiden. Na, okay, die Augenbrauen muss ich auch reinkleben. Dann mache ich ja, ich klebe bis hier nur noch mal kurz an, ne? Ist noch nicht fertig, brauche ich noch ein bisschen. Ja, moin, wie soll ich. Das war auf jeden Fall zu viel. Das war auf jeden Fall auch zu viel. Aber den Überschuss kann man am Ende immer noch wegmachen. Das ist ja das Gute. Und wenn man Hitze unempfindlich ist, dann geht das auch. Der Schwanz hält so ganz gut. Und hier mal guckt, ja.
Natürlich hat die Farbe so noch nicht perfekt. Aber sonst sieht es halt aus wie ein IA. Von Shrek. Jetzt kommt es an die Augen. Irgendwie noch eine Pinzette oder so? Ich glaube nicht. Doch, hier irgendwo hatte ich eine. Ich bin gleich wieder da. Ich suche die kurz mal. Schade, die habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden. Da muss ich jetzt irgendwie mit der Heißklebepistole hinkriegen. Ich glaube, ich würde das Auge erstmal hier zusammensetzen und dann komplett einsetzen. Das ist, glaube ich, meine Chance. So. Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt erkennen könnt. Richtig mal aus dem Bild. Hier geht es um die kleinen Teile. Die müssen da rein. Natürlich war der erste Versuch nix. Ich hatte den nicht weit genug draußen und das hat alles an der Zange gehalten. Das war ein bisschen doof. Ich muss halt wirklich nur einen Hauch Kleber dran. Jetzt habe ich es. Ist ja doch direkt in meiner Hand. Ich habe Angst, dass ich mich verbrenne. Ich werde direkt ins Hot entfasse. Ja, wenn das hält, dann hält es. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe echt mir auch den perfekten Spot dafür ausgesucht, um das zu machen. Natürlich bist du Auge ein bisschen kleiner als das andere. Wo ist es hin? Hallo? Da ist es. Gut, dass ich es auch auf einem schwarzen Untergrund mache. Das ist, glaube ich, perfekt dafür. Das heißt, mit der Zange greifen zu können, weil die nicht ganz schließt vorne. So. Das will ich vorne haben. Oh. Ah. Muss ich ja gerade halt echt extra doll zudrücken, damit das Ding da in der Mitte hält. Auch nicht zu doll, dass ich das gleich nicht mehr loskriege. Gut, ist nicht ganz gerade. Hoffentlich sieht man das auf den Fotos dann nicht. Jetzt kommen wir zur Operation, die Augen einzubringen. Vielleicht mache ich es doch einfach andersrum. Vielleicht mache ich erst das Auge. Oder passt das andere Auge rein? Ne, das, ich glaube, das ist über Seiten abhängig, was hin muss. Gut, ich klebe es einfach so ein. Wenn ich das nochmal mache, dann. Bitte tötet mich vorher. Die Augen werden jetzt nicht so perfekt.
Das ist jetzt, nur damit es fertig ist, weil ich habe echt viel. Das war ein bisschen viel Heißkleber. Das Auge ist eigentlich ganz gut drin. Eigentlich bin ich ja ein Perfektionist, was solche Sachen angeht, aber wenn es halt nicht möchte, dann will ich es auch nicht dazu zwingen. Denn ich mache jetzt einfach so. Sieht nicht so aus, als ob er ein Auge hat. Verdammt, wo ist mein Edding? Ja. So. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht so richtig schön machen konnte. Es hat mich ein bisschen gequält. Mann, da bin ich fertig. Ich hoffe, das war die einzigste Folge oder die letzte Folge, die so schwierig war. Holy moly, da habe ich einen Bock darauf noch. Aber gehen wir zurück. Auf jeden Fall kriegt das ein Like. Ihr seht, wie ich mich verändert habe. Zumindest war ich jetzt auch. Das Licht kann ich wieder an. Okay, gut, ich dachte schon, ich habe das Kabel von der Kamera rausgezogen. So. Das muss ich ein bisschen besser aussehen. Perfekt. Ja, geliked habe ich es hier. Das andere, anderen habe ich auch geliked. Alle sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Meine G-Codes, wie ich es gedruckt habe, sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Auf meiner Website gibt es noch einen Bericht dazu. Und wenn ihr noch Ideen habt, was ich mal machen kann, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Am besten Sachen, wo man nicht so dreckig war. Oder bitte mit hinschreiben, was man machen muss. Weil hier steht, glaube ich, nicht, dass man es kleben muss, oder? IR Corrector, Mile. No supports are required. No painting is needed. Aber hier steht halt nicht, dass man irgendwas kleben muss. Ja, aber ohne kleben hält das nicht. Assembly Ticks. Oh. Ja, man sollte doch für euch das Ganze etwas anders umlesen, ich habe nichts gesagt. Aber ich finde meins gut gelungen, gut genug für mich, sage ich mal. Oh Mann, ich würde mal sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Video von mir mal wieder ein. Tut mir leid, dass es jetzt am Freitag rauskommt und nicht schon am Mittwoch wie das andere. Aber es hat halt alles länger gedauert zum Drucken. Definitiv nimmt mir das nicht übel. Am Sonntag kommt hoffentlich ein zweites Video, weil ich möchte Mittwoch und Sonntag ein Video hochladen. Und ja, dann sehen wir mal weiter, was die nächste Zeit für uns bringen wird. Bis dahin. Tschüss.